Hallo und herzlich willkommen hier bei GameStory und zu einer weiteren Folge der Geschichte der Videospiele im Jahre 1979. Und ich kann schon mal so viel verraten, dass es heute ziemlich galaktisch werden wird. Wir werden einiges an Weltraumspielen haben, da wir aktuell beim Buchstaben G sind. Und ja, da fällt sehr oft das Wort galaktisch oder Galactic im Englischen. Und da werden wir ein paar spielbare Spiele da vorzuweisen haben. Da können wir mal gucken, was da so rauskommt, würde ich mal sagen. Und ja, legen wir gleich los, würde ich sagen, machen das Säckelchen voll Spiele auf und lassen uns vielleicht spaßen. Wir fangen an mit der Nummer 2704 und das ist, wie ihr es ja von mir schon kennt, ein Spiel, das ich euch zeigen kann. Und da gehen wir gleich mal rüber zum TRS 80. Wo ist er denn? Da. Und dann brauchen wir das hier. Und da geht's auch schon los. Und da haben wir es schon. Und das nennt sich Galactic Battle. Das ist ein Arcade-Spiel für einen Spieler mit Weltraumthema für den TRS-80. Sie werden von dem Raumschiff Svenius verfolgt. Obwohl die Svenius klein sind, sind sie mächtig und mit Langstreckenlasern ausgestattet. Der Spieler steuert ein kleines Schiff, das sich in alle vier Himmelsrichtungen bewegen kann und immer in Richtung des Gegners feuert. Der Spieler muss das gegnerische Schiff 25 Mal treffen, bevor es 10 Mal getroffen wird, um den Sieg zu erringen. Der Spieler verliert sie auch, wenn er in direkten Kontakt mit dem gegnerischen Schiff kommt. Ziel ist es, sich schnell in die Reichweite des gegnerischen Arsenals zu begeben, um die Angriffe zu maximieren. Und es gibt vier Schwierigkeitsgrade. Ja. So weit, so gut. Auf Englisch das Ganze hier nochmal. You are being pressured by the starship Svenius. Although small, the Svenius are nevertheless powerful and are also equipped with long-range lasers. To avoid being destroyed or captured, you must stay out of range of the powerful weaponry and occasionally make blitzkrieg-like attacks, immediately retreating out of range. In order to win, you must succeed in hitting the enemy 25 times before he can hit you 10 times. To move up and down, use Z and XX, was ein bisschen problematisch ist, weil es hier auf der Tastatur normalerweise nebeneinander liegt, aber in der deutschen Tastatur natürlich nicht. Das heißt, ich muss da eh schon umgreifen. And the maneuver sideways, oh Gott. Das ist ein bisschen blöd. Weil es ist ja eigentlich beides, also. Bin ich nicht so ganz sicher. To fire your short range lasers, use the cursor bar, also Leertaste. Good luck, Captain, you need it. Wir machen mal das Skill Level 1, um da überhaupt reinzukommen. 1. Danke. So, wir sind unten links. Glaube ich. Nein, ich. Oh! Ich kann mich nicht bewegen. Ah, jetzt kann ich bewegen. So. Wie weiter geht das nicht? Mein Problem ist, dass die Taste für Vor- und Hit nicht funktioniert. Aber oh Gott, der ist ja wirklich Short Range. Ich kann nur nach oben und unten und das ist echt nicht gut. Ich komme. Ja, ich kann mich nicht bewegen. Aber nach vorne und hinten geht eben nicht. Und das ist ein Problem. Ja, ich wurde getroffen. Dankeschön. Weil die Taste, die dafür eigentlich zu nutzen wäre, funktioniert nicht. Super, sage ich mal. Jetzt habe ich ihn getroffen. Ich muss aber weg, das ist das Problem, weil wenn das blöde Schiff mich berührt,
Dann bin ich hinüber. Und nach links und rechts komme ich nicht, weil es dafür die Taste nicht gibt. Also die Taste gibt es schon, nur funktioniert sie nicht. Ja, und damit ist das natürlich ziemlich scheiße. Also wenn ich nach links und rechts nicht ausweichen kann, und ich habe jetzt so ziemlich jede Taste probiert, die ich habe. Jetzt habe ich es eh, hab ich's gebreakt mit, weil das größer als und kleiner als, das habe ich ja, aber die Taste ist erst einmal eine Taste und zweitens, sie funktioniert nicht. Und ich glaube, gibt es denn hier ein, gut, ich hätte das Software-Keyboard, aber wo ist das? Wo steht denn da eigentlich? Da. Nee, das ist Punkt und Komma. Ich habe die aber schon probiert und das ging nicht. Ach doch. Ach, ich. Oh Mann, das ist natürlich ganz toll. Für Z und X muss ich groß schreiben und für das muss ich klein schreiben. Oh mein Gott. Ah! Und getroffen, danke schön. Hier, du kriegst auch noch einen mit. Schieß! Nochmal getroffen, jawohl. Und jetzt weg erstmal. Los, 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 weg mit dir, weg mit dir. Nein, 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 nein. Ja. Erst mal ein bisschen. Das ist ein bisschen. Und das treffe ich noch nicht. Schieß, 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 schieß. Und weg, 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 weg. Toll. Also im Endeffekt muss ich. Muss ich warten, bis er mal einmal geschossen hat und dann muss ich erst mal weg. Und hoffen, dass er dann genau schießt, weil er dann erst einmal einen Cooldown hat. Schieß. Und wieder weg, 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 weg. Ah, okay. Flieg, 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 flieg. Ja. Das war jetzt ein schlechter Schuss. Kann ich da nicht ran, ohne dass ich. Ich kann mich da nicht hinbewegen. Wow. Ich schieße aber nur. Nein! Ah, okay, passt. Alles gut. Ich kann eigentlich aus jeder Situation feuern. Die Musik brauchen wir hier. Schieß. Jawohl, wieder getroffen. Ist mal. Oh, Rotter, 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 komm, komm, komm. Wir müssen weg, 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 weg. Das war knapp. Dein Ernst? Dies. Und weg.
Fuck! Dafür kriegst du jetzt nochmal. Oh, ist das dein Ernst? Jeez. Will ich nicht treffen, oder? Oh doch, ich hab's sogar getroffen. Jeez. Treffer. Ja, natürlich. Schieß auch noch mal, komm. Schieß noch mal, komm schon. Oh. Ah, fuck! Zert. Hoch, 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 hoch. Okay. Jeez. Warum geht das denn so? Jeez. Nochmal schieß. Nein! Ah, kleine Mistsau. Tschüss. Was? Ach, das ist doch nicht dein fucking Ernst. Oh nein, nein. Oh Gott. Wenn mich der einmal erwischt, dann ist es vorbei. So, einmal muss ich noch treffen, dann habe ich es geschafft. Jetzt bleibt der Schuss vor dem Arsch stehen, das ist dein Ernst. Also manchmal ist es auch ein bisschen merkwürdig. So, getroffen. Your fuck, congratulations, the swine's pigs will now be doomed to hear their black sets. What a planet pig. Yes. Thanks for saving us, oh great captain. Falls du nochmal meine Schädelstichigkeitsstufe.
ich ein Lula. Alter. Oh Gott. Ja, Blitzkrieg-Taktiken hier. Hit and run. Ja. Nicht mehr weg. Ah, ich dachte mir schon, dass es nicht geht. Es ist weit weg. Das Problem ist, dass der genau in der Mitte steht. Ja, genau. Das wird wieder nicht reichen. Nein. Krieg ich eine auf den Deckel? Nochmal. Dann werde ich gleich nochmal eine auf den Deckel kriegen wahrscheinlich. Ja, wobei. Ja, okay. Problem sind die vielen Sterne, die jetzt hier auf dem Weg rumlagern. Das macht es nicht einfacher. Schieß. Na, es war nicht weit genug. Ist das dein Ernst? Ja, ich weiß schon. Natürlich werde ich wieder getroffen. Komm hier halt nicht weg.
gut, also das ist jetzt zu früh vorbei, weil jetzt ist es gleich vorbei. Ich habe nämlich nur noch einen Hit für mich und muss ihn noch 9-mal treffen. Und das werde ich nicht hinkriegen. Ja, da schießt er wieder über das halbe Spielfeld, ey. Leck mich doch am Arsch. Your ship's shield has been destroyed and now you should be able to feel your body disintegrating. Isn't disintegrating fun? Meanwhile, the swiniest pigs are killing innocent women and children back home on Earth. Oh well, that's what wars gets you. You did it again, Ken. Ja, danke schön. Super geil. Okay. Und Nummer 2705, da werden wir den Browser zu Hilfe nehmen. Aber es ist ein Spiel für den Apple 2. Wartest du mal kurz ab hier. Ja, wir haben hier Galactic Empire. Ja, Galactic Empire ist das erste Spiel der späteren Galactic-Saga. Es ist ein frühes Beispiel für ein Weltraum-Imperiums-Spiel, das später zum 4X-General entwickelt werden sollte. Der Spieler schlüpft in die Rolle des Kommandanten des Flaggschiffs des Planeten Galactica. Die Mission ist nichts Geringeres als die universelle Eroberung. Das gesamte zentralgalaktische System, bestehend aus 20 Planeten, die auf einer dreidimensionalen Karte eingeordnet sind, muss innerhalb eines Zeitlimits von 1000 Jahren erobert und gehalten werden.
Jeder Planet hat unterschiedliche Werte in Bezug auf den technologischen Entwicklungsstand und die Bevölkerungsgröße. Die technologische Ausgereiftheit bestimmt, wie schwer es ist, die Lufthoheit über einen Planeten zu erlangen, während eine größere Bevölkerungszahl die Schwierigkeit erhöht, den Boden mit Infanterie zu sichern. Die Kämpfe finden automatisch statt, können aber jederzeit durch einen Rückzugsbefehl abgebrochen werden. Nach der Eroberung kann der Planet zum Bau von Schiffen, zur Aufstellung von Truppen oder zur Erhebung von Steuern genutzt werden. Nur technologisch fortgeschrittene Welten erlauben den Bau von Schiffen, während die Bevölkerungsgröße einen direkten Einfluss auf die Anzahl der aufgestellten Truppen und des eingenommenen Geldes hat. Die Bevölkerung wächst mit der Zeit und nachdem ein Planet 10 Jahre lang zum Reich des Spielers gehört, erhöht sich das Limit für die Truppenaufstellung von 1 auf 2%. Es können drei Arten von Schiffen gebaut werden. Jäger werden im Angriff eingesetzt, um die Lufthoheit zu erlangen, Transporter dienen dazu, Truppen zum Boden zu bringen und Späher werden ausgesandt, um Informationen über Systeme zu sammeln, die noch nicht von der Hauptflotte besucht wurden. Anders als in den meisten interstellaren Science-Fiction-Filmen gibt es im galaktischen Imperium keine überlichtschnelle Reise oder Kommunikation. Andere Schiffe können nicht kontaktiert werden, wenn sie sich nicht im selben Sternsystem wie das Flaggschiff befinden und sind verloren, wenn sie nicht innerhalb von 5 Jahren nach Erreichen eines Systems ein Rendezvous mit der Hauptflotte haben. Daher müssen Aufklärungsmissionen und Einsatzaufträge für neu gebaute Schiffe sorgfältig im Voraus geplant werden, wobei die Reisezeit unter dem Licht zu berücksichtigen sind. Sollte die Wartezeit auf die Rückkehr oder den Bau eines bestimmten Schiffs zu lang sein, kann der Kommandant in den Schwebezustand versetzt werden. Ansonsten läuft das Spiel in Echtzeit. Ein Jahr vergeht in etwa 4 Minuten. Die Spieloberfläche besteht aus einer Befehlskonsole. Sie zeigt eine Ansicht des aktuellen Schauplatzes, einen Kalender, eine Übersicht über die Ressourcen der Flotte und Informationen über die aktuelle Situation in der Computerzentrale an. Zur Orientierung kann auf eine galaktische Karte zugegriffen werden, während Befehle durch Untergebene ausgeführt werden. Leutnant Starbuck ist für Aufklärungsmissionen zuständig, Leutnant Bayless für planetare Produktion, die Ausarbeitung von Entwürfen und die Besteuerung, Navigator Kerman setzt die Flotte in Richtung eines anderen Systems in Bewegung und Dr. Henderson versetzt den Kommandanten in kryogenen Schlaf. Also wir haben hier quasi so ziemlich das erste Spiel, das dieses 4X-Genre begründet hat. Und mit Stellaris heutzutage wahrscheinlich einen der größten Dinge hat. Aber es gab ja noch andere Spiele. So, und da sind wir irgendwie. Okay. Wir haben 300 Jäger. Wir haben 200 Empty, 200 Full Transporter. 10 Scouts, 2000 Credits. Wir können jetzt Attack, Computer, Embark, Orders oder Scan. Okay. Ja, ganz ruhig. Computer? Okay. Wie komme ich da wieder raus? Ich würde gern da wieder raus. Und jetzt geht irgendwie nichts mehr. Oh nein. Ich habe das Spiel kaputt gemacht. Anscheinend. Wow. Es hat ja nicht lange gedauert, bis ich das Spiel gebreakt habe. Wollt ihr, anscheinend macht man auf der Local Map, kann man dann per Buchstaben die Planeten suchen? Was ist das für ein Schwachsinn? Das kann ja noch heiter werden. Thank you.
Sky Destination. Ja, keine Ahnung, wohin, wo, wie können wir denn fliegen? Ozi. Ah, okay. Seven Level Apart. Kann ich jetzt? Ach du Scheiße. Ich dachte, wir sind doch gerade... Da kann ich jetzt was kaufen. Okay. For how many years? Okay. Wir haben 2. Machen wir mal Fighters. Place order for how many years? Mach mal 5. How many fighters? 10. Oh, 5. Weiß nicht, zu O? Zu Ozi? Ja, warum nicht? So, geht jetzt weiter? Irgendwie. Also ich habe so irgendwie das Gefühl, das klappt nicht so richtig. Ah, wahrscheinlich bleibt das so, weil das Startup jetzt so lang braucht. Okay, alles gut. Ich würde jetzt gerne auf Ozi irgendwie schießen oder attackieren. Ich bin doch da jetzt, oder nicht? Hello there. Hallöchen, Pyro. Ich will bloß das eine gescoutet haben. Wie kann... Nein, du sollst nicht... Du sollst nicht sparen. Kann ich nicht irgendwie da wieder raus? Bin doch jetzt extra nach Ozi geflogen, um Ozi einzunehmen. Warum funktioniert das nicht? Warum kann ich sie attackieren? Warum bin ich immer noch auf Galactica? Ich dachte, wir werden dahin geflogen. So, ich hoffe, jetzt ändert sich nur das Stardate und deshalb dauert es so lange. Das läuft hier in echt halt ab. Irgendwie, ich weiß nicht. Passiert nichts. Ich will ja nur einfach nur aus dem Menü raus.
Ich glaube, es ist schon wieder kaputt. Es macht irgendwie Sounds, aber es passiert nichts mehr. Das ist gar nicht mal so gut. Letzter Versuch. Ich meine, durchspielen werde ich das Spiel ganz sicher nicht, wenn das alle bei jedem irgendwie bescheuerten Befehl einfach vergisst, weiterzugehen. Und es keine Möglichkeit gibt, irgendwie von den Menüs abzubrechen, was so verschissen dämlich ist. Okay, also, Orders. Kerman. Nach Orzi. Ach, 15 Light Years apart. Ah ja, okay, und jetzt hoch, hinter. Ah, Destination Orts. Und jetzt sind wir bei Orzi. Okay. Ja, mir geht's ganz gut, Pyro, danke. Der Nachfrage und dir? So, Attack. Air Battle Report, probability of success. 73%. Dafür, dass ich eigentlich prozentige Wahrscheinlichkeit habe zu gewinnen, verliere ich ganz schön viel. Ich hätte vielleicht einmal vorher scouten sollen, wäre vielleicht so ganz verkehrt gewesen. Ja, das verliere ich. Bam. Das war's. It's all over, sir, with the boys. Pyro, das ist nicht merkwürdig, das ist das erste 4X-Game aller Zeiten. Das darfst du nicht als merkwürdig bezeichnen. Es ist ein Begründer eines ganzen Genres. Immerhin habe ich es schon mal geschafft, überhaupt im Planeten anzugreifen. Das ist schon mal etwas.
Also. Scan. Mal ganz davon abgesehen, dass das Spiel anscheinend random bei irgendwelchen Befehlen sich aufhängt oder keine Ahnung. Das kann aber jetzt auch nur ein Emulator-Problem sein. Okay. Starbuck. OC. Where should I return? Galactica. Jetzt will ich aber, dass du keins mehr scoutest. Ja, solche Spiele liebe ich. Du, ich bin fast eine Stunde unterwegs und das Einzige, was ich bisher geschafft habe, ist gar nichts. Oh, upsie. Was habe ich denn jetzt hin angestellt? Okay. Ich mag jetzt auch nicht mehr weiter nichts mehr schaffen. Wundervoll. Nummer 2706. Da geht's gleich weiter. Wieder im Browser. Und wieder für den Apple so. Ja, wir haben hier Galactic Trader. Das ist die Fortsetzung von Galactic Empire und das zweite Spiel der Galactic Saga. Die Streitkräfte des Planeten Galactica haben das zentrale galaktische System erobert, aber da das neue Imperium nun etabliert ist und Frieden herrscht, steht der für die Kampagne verantwortliche Flottenkommandant ohne Job da. Da ihm nur ein kleines persönliches Schiff, etwas Treibstoff oder ein paar Credits bleiben, ist ein Karrierewechsel vom Eroberer zum Händler angesagt. Ja, genau, das schafft man auch nur in Spielen. Das Ziel des Spiels ist, innerhalb von 1000 Jahren 1 Milliarde Credits anzuhäufen. Gewinne werden durch den Transport von Fracht von einem Planeten zum anderen erzielt. Je weiter eine Ware von ihrer Quelle entfernt verkauft wird, desto mehr Gewinn ist zu erzielen. Da es im galaktischen Imperium keine überlichtschnelle Reise oder Kommunikation gibt, ist es unmöglich zu wissen, was eine Ware auf einem bestimmten Planeten kostet, wenn man ihn bis nicht besucht. Der Schiffcomputer hält zwar die Preise fest, aber diese können veraltet sein, wenn ein Planet erneut besucht wird. Die Preise folgen einem dynamischen Wirtschaftsmodell von Angebot und Nachfrage. Eine gute Handelsroute zu finden, kann dazu einladen, sie immer wieder zu nutzen, aber die Sache hat einen Haken. Wenn ein großes Konsortium Wind von einer profitablen Route bekommt, kann es von einem exklusiven Anspruch darauf erheben und sie von der weiteren Nutzung durch den Spieler ausschließen. Geile Sache.
Das Fliegen von Planet zu Planet ist nicht umsonst. Man muss immer den Treibstoffverbrauch im Auge behalten, der von der zurückgelegten Strecke und der Masse der transportierten Fracht abhängt. Um nicht im Weltraum verloren zu gehen, wenn der Treibstoff ausgeht, muss er beim Treibstoffkartell gekauft werden. Das Kartell akzeptiert Credits, aber wenn der Cashflow gering ist, kann auch Fracht gegen Treibstoff getauscht werden, allerdings meist zu wenig attraktiven Konditionen. Auf den meisten Planeten ist auch ein Tauschhandel notwendig, da nur auf der Galaktika Fracht in Credits umgewandelt werden kann. Das Spielziel erfordert also von Zeit zu Zeit Besuche auf der Galaktika, was jedoch ein weiteres Risiko birgt. Der neue Imperator, eifersüchtig auf die Popularität des ehemaligen Flottenkommandanten, könnte versuchen, ihn zu ermorden. Mit jedem Besuch auf der Galaktika steigt die Chance auf einen vorzeitigen Tod. Geile Sache. Die Spieloberfläche ist größtenteils unverändert aus Galactica Empire übernommen, aber an das neue Gameplay angepasst. Die Schiffskonsole zeigt ein Bild des aktuellen Ortes, die aktuelle Sternzeit und Statistiken über Fracht, Bargeld und Treibstoff an. Der Schiffskomputer zeigt die galaktische Karte an, informiert über die Handelsraten auf bereits besuchten Planeten und berechnet den Treibstoffbedarf für das nächste Ziel. Easy. Danke. Das Spiel ist schon scheiße genug. A trader approaches. Shall I admit him? Yes. Good morning. What do you have to sell? Achso, ich habe gar nichts zum Verkaufen. Nix. Would you like to make any purchases? Ja. Cannabis, Silicates, Hemphitis, Feelies, Microbe, Dopey, Dopoy, Pilatus, Violence. Wir kaufen billig ein, also kaufen wir Mikroben ein oder so. Ich kaufe mal 50. Okay. So. Nichts. Also wir haben die für 12 gekauft. Alter, ich mal die für. Okay. Dann fahren wir mal los oder so. Fliegen wir nach Otzi. Das kenne ich schon. Enter Cargo Wave. Keine Ahnung, ich weiß es doch nicht. Ich weiß nicht, wie viel ich habe. Oh. Ach, der rechnet mir das aus, wie viel ich brauche. Okay, kann ich nicht irgendwie zurückgehen? Ich glaube, wenn ich die Löschtaste drücke, dann hängt sich das Spiel auf. Ich muss da irgendwie wegkommen. Mit Q für Quit? Wahrscheinlich hänge ich jetzt wieder. Ach, ey, diese Spiele machen mich alle fertig, ey. Das ist wieder so ein Spiel, wo du ohne das Handbuch irgendwie durchzulesen tust, nichts hinkriegst, ey. Yes. Nichts. Yes. Oh, jetzt sind die Preise ganz andere. Dann nehme ich Silicate. 100. Nichts. So, also, ich habe keine Ahnung, fliegen wir nach
Wie? Nicht. Auf nach Otzi! Ei, ei, Sir! Super. You are lost in the void of skills. So sorry. Ich finde das Spiel nicht gut. Game over. ja. Das ist easy. Geile Sache. Ich möchte wenigstens einen erfolgreichen Trade machen, aber ich muss dafür einen Planeten finden, der näher dran ist. Anscheinend. Okay, also. Ich weiß es doch nicht. Ah, das ist viel zu weit weg. Ich habe keine Ahnung. B? Gibt's nicht. G? E? 7 Lichtjahre. Das könnte hinhauen. Versuch mal das mal. Embark. Das könnte hinhauen. Oder ich kaufe mir einfach mehr. Aber wir haben es geschafft. Okay. Ja, ich hoffe, der kauft es gut ein. Mr. T. Dapi. Yes. What do you got to trade? Dopai. 50. Would you trade for one Pilatus? Nein, ich will nicht. Achso, die geben mir keine Credits, stimmt ja. Ich habe keine Ahnung, ob ein Pilates besser ist als 50 Dopey. Ja? Okay. Ob das jetzt nur so ein guter. Nothing. Hehehe
Mit Dingeinkauf war auch nicht so gut. Jetzt fliegen wir mal, ich hoffe mal, zurück nach Galactica. Das dürfte gerade noch so reichen. Und wenn es eine Pilates nicht, nicht mehr wert ist als die, kann ich mir aber kaum vorstellen. Jetzt werde ich wahrscheinlich leider umgebracht, oder? Beim nächsten Visit 18%. Was? Oh mein Gott. Pilates. 148 Credits. Wow, ich habe ja ein richtig gutes Geschäft gemacht. Ich habe jetzt quasi effektiv 880 verloren. Coole Sache. Tja, was soll ich da sagen? Bin ein super Geschäftsmann. Mann. Coole Sache. Oder so. Ja. Pf. Super Sache, oder so. Ja. Ich glaube, ich werde mit der Galactic-Saga nicht warm, habe ich so das Gefühl. ja. Nein. Nummer 2707. Da gehen wir rüber zur Lunchbox und spielen da drauf. Ach, nicht Konsole, sondern Game Capture. Na, was ist los? Was ist das Spiel? Warum? Hä? Warum geht das jetzt nicht? Was letztes Mal? Warum startest du es nicht? Ah, jetzt. Na, endlich. So. Zeigst du es auch an? Da ist es. Sehr schön. Das ist Galaxia. Das ist eine Galaxien-Variante mit einem Twist. Die Grundlagen des Spiels bleibt dieselbe. Der Spieler steuert ein Raumschiff vom unteren Rand des Bildschirms, während die feindlichen Jäger in Formation und mit unterschiedlichen Verhaltensweisen von oben kommen. Der Spieler muss ihren Geschossen und Selbstmordattacken ausweichen. Was das Spiel von Galaxien unterscheidet, ist, dass es die Energiemechanik von Astro Wars kopiert, was bedeutet, dass der Spieler seine Schüsse nicht verschwenden darf. Ja, wundervoll. Dann mal los. Fuck. Alter. Oh Gott. Oh Gott. Nein, nein, nein. Mann. Das ist so zum Kotzen, wenn die da alle in Reihen hier runterknallen. Oh Gott. Oh Gott. Ah. Oh fuck. Alter. Ah, ich hab fast kein. Oh Gott! Oh Mann, ey. Das war's.
Anscheinend, ich glaube, es ist besser, wenn ich einfach gar nicht gucke, wo, und zwar eher schaue, dass ich nicht getroffen werde, aber du musst ja auch. Alter! Das Spiel ist echt kacke. Es ist gar nicht mal so gut, das Spiel. Oh Mann, wie soll ich denn da wegkommen, wenn zwei daneben sind? Und komm schon. Nein. Alter. Jawohl, ich hab's geschafft. Oh Gott. Oh Gott. Wow, 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 nein! Aber hey, ich hab's geschafft, es zu zerstören. Nur hat es dann so oft geschossen, dass ich dann oder explodiert ist. Meine Güte! Holy shit! Meine Ohren! Oh Gott! Ah. Ah, fuck! Ah, diese Scheißschüsse! Nein, nein, nein! Oh Gott! Ah. Oh Gott! Nein! Okay. Okay. Oh Gott! Nein! Oh, jawohl! Und es geht mir von vorne, los! Ah. Okay, das reicht mir. Meine Güte. Ah. Was für ein stressiges Spiel, ey. Nummer 2708. Es geht weiter. Wieder im Browser. Und wieder für den Apple II. Und das Ganze schimpft dich.
Galaxy, ja, schön. Als Flottenadmiral einer neu in Dienst gestellten Raumschiff-Armada senden sie ihre Schiffe vom Heimatplaneten aus, um die unbekannten Ressourcen der Sterne zu erkunden. Die Planeten, die diese Sterne umkreisen, können unfruchtbar sein oder sie verfügen über industrielle Kapazitäten und übersetzen sie sich ihren Kolonisierungsversuchen. Es liegt an ihnen, diese Welten zu erobern und zu kolonisieren und sie so umzubauen, dass sie neue Schiffe für weitere Expansionen produzieren und die gesamte Galaxie unter ihre Kontrolle zu bringen. Galaxy kann von bis zu 20 Spielern gespielt werden, die gegeneinander um die Kontrolle von bis zu 40 Sternsystemen antreten. Wenn sie im Mehrspielermodus spielen, gewinnt derjenige, der am Ende des Spiels die meisten Planeten kontrolliert. Der Computer erzeugt bei jedem Spiel eine andere Galaxie. Yes. 1. Wie viele Welten? Wir machen einfach 5. How many years in the game? 100. Do you want to neutral worlds to build defensive ships? Von mir aus. Fleet Admiral 1 will begin the game in control of World A. What name will this Fleet Admiral use? 1 to 4 characters? Wow. Dann Game. Nein, es passt, glaube ich. Fleet Admiral Game from World. Was? Achso. Vom Welt A auf Welt B? Wie viele Schiffe? 51, dann machen wir mal 50. Gibt nichts. You don't have that many ships there. A? Was? Das geht irgendwie nicht. Er nimmt ja die Nummer der Zahl der Chips nicht an. Es klappt ja nicht, weil er die Zahlen nicht annimmt. Aber warum müssen diese ganzen Spiele nicht funktionieren? Jetzt habe ich plötzlich... Was? Es sind nur noch 11 da. Was? Ah, jetzt... Juhu! Attack is a victorious! Geile Sache. Okay. Fleet Admiral Game has sent 50 ships to reinforce this world. Geil. Yes. Okay. Also das ist schon ein einfach gehaltenes Spiel. Okay, ich verstehe schon. Okay, wenn wir jetzt... dann machen wir jetzt quasi von World A... zu C 50. Es reicht erstmal. Ah, okay. Um von Welt B auf Welt D auch 50. Thank you.
attackers are victorious. Juhu! Ja, okay, das macht natürlich am ehesten Sinn, wenn man das tatsächlich eher gegen Menschen spielt. Und ich kann mir das vorstellen, mit 20 Leuten könnte das sehr chaotisch sein. So anschaue. Darf ich auch mal? Oh ja. Ich habe alles eingenommen. Es gibt keinen Sinn mehr, gibt nichts mehr, warum ich hier noch weitermachen sollte. Muss ich quasi bis Jahrhundert spielen, damit das Spiel dann ein Ende hat. Aber ja. Okay. Ich habe mir das ein bisschen. Ich dachte, das Spiel wäre ein bisschen. Komplexer, aber tatsächlich ist es ziemlich einfach, weil du ja einfach nur warten musst, bis deine Flotte eine gewisse Größe erreicht hat und dann legst du einfach los. Aber wie gesagt, mit mehreren Spielern ist es bestimmt gar nicht mal so unlustig. Nummer 2709 ist Galaxy Target für den TS-80. Das ist ein Science-Fiction-Kampfspiel, bei dem der Spieler ein außerirdisches Schiff abschießen muss, ohne dass ihm die Energie ausgeht. Ein unbekanntes Bonusspiel ist auf der B-Seite der Kassette enthalten. Nummer 2710 ist Game 2000. Das ist eine spezielle Pong-Konsole, die vier Varianten spielt. Das Spiel verwendet den speziellen Pong-Chip AY38500 und implementiert alle Schläger- und Ballspiele. Tennis, Fußball, Hockey, Squash und Pilota.
Die Einstellungen ermöglichen unterschiedliche Schlägergrößen, Ballgeschwindigkeiten und Ableckungswinkel. Die Konsole besteht aus zwei rechteckigen Controllern und sieht genauso aus wie die Hideaway TV Game. Die gesamte Elektronik ist in den Controllern versteckt. Eine Lichtpistole kann separat erworben werden, um die beiden Zielschießspiele freizuschalten, die ebenfalls auf dem AY3-8500-Chip verfügbar sind. Ich habe nicht mal ein Bild davon gefunden. Nummer 2711 ist die Game Disc One für den Ohio Scientific. Das ist eine Zusammenstellung von 6 Spielen für den Ohio Scientific C4P und C8P. Und die Spiele sind Star Wars, Hectic, Bomber, Torpedo, Space War und Breakout. Nummer 2712 ist die Game Disc 2 für den Ohio Scientific und da sind 7 Spiele drauf und zwar Sketch, Racer, Destroyer, Lander, Hide and Seek, Bomber und Tiger Tank. Nummer 2713 ist die Game Disc 3 für den Ohio Scientific und da sind 5 Spiele dabei und da können wir uns mal 3 davon angucken. Das müssen wir mit der Fensteraufnahme machen. Und zwar. Wo ist er denn? Da ist er. Da ist er ja. So. Müssen wir die Disk laden. Das ist die Game Disc 3. Da ist Star Trek und das erste, was wir spielen, ist Cryptograms. Das ist die 6. Da ich absolut keine Ahnung habe, weil ich keine Beschreibung der Spiele habe, müssen wir mal schauen, was es überhaupt hier wird. In this game, the sender enters a message that will be encoded while the decoder is not looking after the message is coded. Ah, okay. The decoder will attempt to replace the code letters with the plain text letters. Also at the point when the computer displays change letter, the decoder has one of 3 options. Enter the letter to be changed, enter pass to change a single letter oder enter restore to return to original letter for the manipulated line. Also during the return to frequency table is displaying listing the most common letters used in text in descending order. Okay. Jetzt muss ich quasi eine Message eingeben, zum Beispiel Game Storien und dies wird jetzt quasi. Nein, will ich nicht. Wait. Es geht ja wahrscheinlich so weit nach oben, dass man es dann nicht mehr sehen kann. Genau. Und dann. Was? Ach, das wird dann quasi in Nummern gemacht. Okay. Aber es ist ja kein. Also von den Sachen. Warte mal. Wie funktioniert das? Also zum Beispiel 1 ist P, aber. Du hast ja trotzdem die Buchstaben, du hast ja keine Zahlen. Wie kannst du denn jetzt daraus? Ableiten? Hä? Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Wie kann man, ich dachte jetzt einfach, der würde die Buchstaben einfach nur durcheinander bringen und du musst es dann wieder richtig geben, aber das ist ja, was ist denn das?
Ich verstehe nicht, ich verstehe die Logik nicht, wie das funktioniert. Also es sind genauso viele Buchstaben. Aber wie kann ich denn jetzt herausfinden? Change Letter I? Hä? Oh shit, here we Da gab es einen Subscriber auf YouTube. Vielen Dank, wenn er das sieht. Enter the position of the letter. Ich kapiere nicht ganz. Hä? Okay, ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung, was man hier genau tun muss. Ich bin zu dumm für dieses Spiel. Ich weiß nicht, was er genau von mir für dieses, was der hier will von mir. Das ist mir zu hoch. Spielen wir ein anderes Spiel. Das ist mir zu hoch. Dann gibt's noch Blackjack und das nächste Spiel, das kapiere ich schon, denn das ist Hangman. Ich hoffe mal, dass es ein Hangman ist, wo ich nicht selber Namen eingeben muss, sondern dass es von selbst funktioniert. Also, dass er welche Werte hat und ich dann nur welche nehmen muss. Wer weiß das schon? Do you need instructions? Nein, ich brauche keine Instructions für Hangman, aber ich hoffe, du. Would you like to computer to. Ja, bitte, sehr gerne. Oh, Z. Na gut, ich hoffe, das reicht. Yes. Ah, the number of the letter in Spurs. Okay, dann gehen wir mal los. E. Hallo? Irgendwie kann keinen Buchstaben eingeben. Ah, very good. E-Works. Ah, okay, da. Aha. Oh. Ach so. Nee, die hatte ich noch nicht. Man muss echt oft die. Da, L. Oft muss man denn den blöden Buchstaben drücken? Ah, ich habe eine vielleicht clever. Ja. Clever. The word was clever. Ja, warum nicht? Ja, sehr clever.
8. Okay. Musst du auf die Taste drücken, bis es funktioniert. Oder so. Wieder zwei Ethern. Separate vielleicht? Ja, und noch ein A. Ja, okay, das war nicht allzu schwer. Eins machen wir noch. Decent vielleicht? Ja. Decent. Okay. Dreimal richtig. Wie schön. Und dann haben wir noch 23 Matches. Ja. We start with a pile of 23 matches. We take turns. On each turn we can remove one, two or three matches. Ach so, das ist wieder Nim. The one who takes the last match loses. You go first. May the best computer win. Ha. There are now 23 matches. How many do you take? 2. I took 2, there are 19. 3. Er took auch 3. 1. Wieder 3. Kann ich 8 nehmen? You cheated, but I'll give you another chance. Warum? 2. 5. Aber 4 kann ich nicht nehmen. Nein. Ja gut, dann habe ich jetzt schon verloren. Ja. Geil. I won. Better luck next time. Kann man nur immer mehr, kann man nicht mehr als 3 nehmen? Ja gut, das ist ein Scheiß drauf. Ich werde mich jetzt da nicht auseinandersetzen mit dem Typen. Macht nicht besser. Die Nimm-Spiele, ey, die sind auch schrecklich. Nummer 2714 ist die Game Disc 4 für den Ohio Scientific und da kann man sogar alle spielen drauf. Wahnsinn. Ich freue mich richtig. Das ist die Game Disc 4. Öffnen. Soft Reset. Und anfangen tun wir mit Frustration Nummer 4.
Twin, you must leave only one piece on the board. Pieces are removed by being jumped. When playing the game, you will be asked three questions. Initialize position you want empty at beginning, which player to be moved, move where, position to move the player to. Note, enter zero for position or player one. Type S to start. Was? Kapier jetzt nicht ganz. Hä? Was? Bin verwirrt. Hä? Warum ist das alles ein illegaler Move? Was? Ich bin verwirrt. Ich hab hier das Spiel schon wieder nicht. Hä? Ich bin verwirrt. Den Namen trägt das Spiel zurecht. Frustration, weil ich nicht keine Ahnung habe, was man hier eigentlich tun soll. Gott. Okay, das ist wieder ein Spiel, das ich nicht kapiere. Da gibt's eh schon Erklärungen und ich kapiere es trotzdem nicht. Das sechste Spiel kapiere ich aber. Glaube ich. Das ist nämlich die 8 Battleship. Ja, gib mir die trotzdem mal. This is the game Battleship. You are to place the following ships on a 10x10 matrix by specifying a row. A to J, to column 1 to 10, and direction 1 horizontal and 2 vertical. You then fire shots at the computer's fleet by entering points. A4 or a similar grid. To see your fleet, enter Z1 as your shot. To see a history of your shots, enter Z2. The game is ended when one fleet has been destroyed. Now, if you will. Okay. Es gibt also nur horizontal und vertikal, es gibt kein Diagonal. D. Achso. D, 5,1. Was? C? Oder wie muss man das eingeben? Doch, so richtig. Hä? Ah, jetzt hat es funktioniert, warum auch immer, jetzt erst. Okay. F22. J
8, 2, no room, fuck, J, nein, J, 8, 1, okay, D, 6, 2. Keine Ahnung, ich weiß nicht. B 3 2 ja. Ja. Computer fires A1 miss. B 5. Achso. B 5. B 5 miss. Gott, es wird ja nicht mal gezeigt, das ist ja blöd. D 3 A 5 J 8 G4-3. Ja, natürlich hat er mich getroffen, geil. J. Ich weiß, wenn ich nochmal dahin schieße, was passiert dann? Invalid. Okay, immerhin, das ist schon mal gut. Miss. Alter. Ja, natürlich trifft er gleich alles von mir. Das ist geil. Für jedes trifft er gleich mal. Ah, ich habe jemanden getroffen. Geil, endlich. Oh, ich habe gleich zwei getroffen. Oder anscheinend. Okay, warte mal. A, B, C, D, E, 2. Ja. Und E, 1. Das sind zwei Schiffe. Geil. F, 2. Sunk. Sehr schön. Jetzt hat er mich auch wieder getroffen. F, 1. G, 1. Jawohl. Auch gesunken. Warum trifft er jedes Mal mein Schiff, ey? Warum trifft er auch nicht mal daneben? Also, wenn er halt eins hat. Aber ich habe schon wieder zwei gleichzeitig versenkt. Das ist cool. E4, 5. S. J3. Nicht. A8, Miss. A9, oh, A9, A9, D10, was? D9, Hit on C, ah, D8, aha. A, B, C, D, E, 9. Aha. E, 10. Ah. Achso. F, 9. E, 9. Wo war es jetzt? A, B, C, D, C9. Was? Hä? Ich habe ihn auch. Achso, doch, ich habe ihn gesunken. Ach, ich habe ihn ja versenkt. Okay. D3. Ach, D4.
E5, E8, F6, weiß nicht mehr, wo ich noch hinschießen kann, F3, G2, A10, C5, D2, das gibt's doch nicht. I6, I10, sag mal, I4, H8, H7, oh, ich hab einen. H8, H9, jawohl, H10, nein, nicht H1, H10, H7, H6, jawohl, er hat mir auch getroffen, H5, Dank. Weiß nicht mehr, wie viel es noch gibt. Die 6. Oh, ich habe wieder eins getroffen. Die 7. Aha. Die 5. F6. Nein. C6. Hä? Wie kann das sein? Bei 7 geht nix, bei 5 geht nix, A, B, C, bei C6 ist nicht, bei F. E6. Game over and I don't lose often. Yes, ihr habt gewonnen. Aber ist ein bisschen blöd, ohne das Brett zu sehen. Naja. Okay. Das nächste Spiel, was wir haben, das haben wir auch schon in meiner neuen Reihe durchgenommen. Die Geschichte der Gesellschaftsspiele, und zwar Tic-Tac-Toe. Wahnsinnig interessant. Keys 1 to 9, place an X or 0. Also es ist your turn and I enter 1. And X will be placed in position 1 on the board. Note 0 is a letter, not the number 0. Oh, ein O, okay. Do you want to play a hard or random game? Versuchen wir mal mit random, was? X always gets first. Ja, ich will X haben. Enter a random number to start. 73. Okay. 5. Okay. Ja, das war eine ganz tolle Idee. You win! Wow. War mal hart gehen. Wahrscheinlich kann man da nicht gewinnen. Schätze ich mal. Beim Hard Game wird wahrscheinlich nie gewinnen können.
Hi Game, wie überraschend. Aber trotzdem lässt es sich da wieder auf dasselbe ein. Okay. Naja, es ist halt Tic-Tac-Toe, was soll man sagen? Das nächste Spiel, das wir haben, ist Civil War. Mal schauen, ob es das Civil War ist. Oder ob das nicht das Civil War ist. Ja, bitte. This is a Civil War simulation. To play, there's a response where the computer asks, remember that all factors are interrelated and that your responses could change history facts. Use that are based on actual occurrence. Most battles tend to result as they did in the Civil War, but it all depends on you. The objective is game to win battles. Okay, das kennen wir ja schon. Dann brauchen wir es nicht nochmal spielen. Aber ich finde es immer geil, dass du sagst, die Schlachten werden wahrscheinlich so ausgehen, wie sie in der Realität auch ausgegangen sind, aber alles liegt an dir. Hä? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Entweder sie gehen so aus, wie sie ausgegangen sind oder nicht. Oh Mann. Dann haben wir noch das gute alte Mastermind. I am the code maker and I have prepared a color code which you as the code breaker must determine logically. You are given 6 colors to work with and you must input them by the aberrations which are as follows: red, yellow, orange, green, blue, violet. Okay. Oh. Ich hab's kaputt gemacht. No. Der Random Seed verstehe ich auch nie. Das würde es irgendeinen Unterschied machen. Machen wir mal 5 Positions. Gib mir mal 15 Versuche. Die doppelt vorkommen. Was? Warum? Incorrect. 2, 4, 5. Hä? Warum extra ignored? BW? Was heißt denn BW? Also das ist wahrscheinlich eins richtig, eins falsch ist. Naja, aber Mastermind-Spiel hatten wir auch schon zu Genüge. Wir müssen nicht alles bis zum Erbrechen spielen. Neue Spiele sind auf jeden Fall interessanter.
Nummer 2715 ist die Game Disc 5 für den Ohio Scientific. Da sind 4 Sportspiele dabei und das ist Baseball, Golf, Bowling und Hockey. Nummer 2716 ist die Game Disc 6 mit 5 Casino- und Kartenspielen. Und da können wir uns auch ein paar davon angucken. Yippie-yay-yay. Haben wir auch noch nicht oft genug gehabt. Casino- und Kartenspiele. Also mehr schon in der richtigen Disc, weil das ist beides dieselbe. Also Soft Reset. Und es gibt einmal Poker und Blackjack. Die hatten wir schon mal beide, deshalb brauchen wir die nicht. Und fangen an mit der Nummer 3 Spades. Mal schauen, was das ist. Ja. This is the game of spades. The computer will shuffle the cards and deal your hand. The computer will also play two hands, which will be labeled Marty and Ron. You play the third hand. The cards in your hand will be displayed on the top of the screen. To play a card, type first the value or name of the card, then the suit. Some examples of procedures are two cups, ace spades, ten diamonds, and so weiter. Okay. According to the rules of spades, you must follow suit if possible, and you may not lead spades until trump is broken. You must bid the number of tricks you think you can take, and of course the two of clubs is always the first lead. The scoring will be handled as follows. 10 points for each trick taken not over your bid. 1 point for each trick taken over your bid and minus 10 points for each trick missed under your bid. If you have any trouble bidding or playing your cards, just type help and the computer will play your hand for you. Was? Ah! Oh. Ich hab nichts verstanden. Also muss ich jetzt... Ich verstehe es nicht. 6? The two clubs leads. Ich muss jetzt dann quasi... Ich kann jetzt eine Free Club machen? Ja... Und er hat eine 4. Und er hat jetzt einen Trick, weil er die meiste Ding hatte. Okay. Er nimmt die Two of Hearts. Er nimmt das Ass. Ja, super. Ja gut, dann nehme ich die 3. Da kann ich nichts mehr machen.
Ich muss jetzt 6 Tricks. Jetzt mach dich wieder ein Ace. Du bist ein Arschloch. Wie viele Asse hat der Arsch eigentlich? Ist es dein Scheiß Ernst? Was zum Teufel? Das ist doch nicht zu fassen! Kann er jetzt endlich mal eine kniepige Karte spielen, damit ich mal die Chance habe, überhaupt mal einmal was zu gewinnen? Das ist nicht zu fassen, ey. Jetzt kann ich endlich mal. Dann nehmen wir die Queen. Jetzt habe ich endlich mal was gewonnen. Jetzt darf ich weitermachen. Ich nehme den King. Hab gleich mal. Der Trump ist broken. Na toll. Weil er die zwei, den Zweier Cup genommen hat. Super geile Sache. Ace of Space, natürlich! Ich habe kein gutes Blatt, ich hätte nicht 6 Bit nehmen sollen. War keine gute Idee. Three of Diamonds. Er versteht, was ich haben will, das ist gut.
Ja, warum geht das nicht? Ah. Sehr gut. Aber warum ist jetzt der Trump wieder broken, hä? Brechen die jedes Mal den Trump? Anscheinend brechen die jedes Mal den Trump. Okay. Deshalb sollte man sich die wahrscheinlich auch immer aufbehalten. Na toll. Das kann ich dann nicht. Es gewinnt der scheiß Ron. Sieht er schon. Auch nicht so hoch bitten sollen, weil das war mit dem der Karte hat es nicht funktioniert. Ah, oh, er hat noch eine Queen gehabt, die Sau. Ja, ich bin natürlich wieder ganz raus. Ja, schön. Das war nicht gut. Ich habe 20 Punkte. Geil. Nochmal, aber diesmal möchte ich es gescheit machen. Vor allem müsste man den einen viel früher unterbrechen. Ich wusste nur nicht, dass die Spades alle immer unterbrechen können. Also je mehr Spades man hat, umso besser ist es eigentlich. Also nicht immer, aber... Okay. Wow, geil. Kein einziges Ass. Das macht das Ganze wieder viel besser, ey. 7 Bits. Aber Moment mal, ist es nicht besser, wenn man unter dem Bit bleibt? Ist nicht ganz kapiert. Nee, du musst ja die Trümpfe gewinnen. Nee, mehr ist besser. Aber nur eins ist ja Schwachsinn. Weil es gibt ja, das kann ja auch nicht gut gehen dann. Wenn man genau, glaube ich, richtig ist, dann sind es 10 Punkte oder so.
Und für jeden, der wo drüber ist, minus 1, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder irgendwie so. Ich habe sehr viele Spades eigentlich. Ich gehe auf 5. Okay. Geht ja schon wieder mit dem Ass los. Möchte ich das gewinnen? Das ist die Frage. Einerseits möchte man natürlich auch schauen, dass der Martin nicht zu viele gewinnt. Dass er das natürlich holt, das wundert mich nicht. Er muss ja auch 7 machen. King of Diamonds. Ach, Diamonds habe ich halt kaum mehr. Weißt du was, ich break das mal. Oder geht das jetzt plötzlich wieder nicht? Geht das nicht, wenn da schon 2 drin sind, oder ich kann ich es nicht machen, weil ich noch eine andere habe. Weiß es nicht. Jetzt habe ich keine Diamond mehr, also muss ich jetzt die 2 Spades schmeißen. Geht das jetzt? Ja. Trap is broken. Haha. Ah, okay. Also erst wenn man keine andere Karte mehr spielen kann, muss man die spielen. Okay. Oh, mal 5. 5er Herz. Das 5er Herz. Er spielt das Assherz. Er braucht ja auch die Trümpfe. Oh, das Ace of Spades. Ja, gut.
Ace of Clubs. Toll. Die und ihre scheiß Aces. Das 5 Spades kann ich jetzt nicht spielen, weil ich noch die Queen habe, oder? Ja. Oh, meine gute Queen-Karte, jetzt hat. Meine gute Queen. Aber geht das nicht? Ich kann sie nicht spielen. Ach, der Cup eingeben. Bin wieder zu passiv, glaube ich. Muss aggressiver spielen. Ach, jetzt kommt der mit dem König Spades. Ist das dein Ernst? Wahnsinn. Gut, jetzt kann ich ihn breaken. Endlich. Jetzt muss ich ein bisschen aggressiver spielen. Ich hoffe, dass ich das Königsherz spielen kann, ohne dass mich da jetzt jemand dran hindert. Ja, sehr gut. Wie ich noch das 7er Herz. Ja, jetzt hat es gebrokt. Und er hat sogar noch eine Queen. Oh Gott. Die habe ich ja nicht mehr. Kann ich gleich wieder breaken? Nein! Ich wollte es nicht Error. Ach Mann. Ach, am Arsch. Ey. Warum muss es immer. Zuvor jetzt die ganze Zeit funktionieren. Jetzt muss der wieder einen Error raushauen. Dankeschön. Arschloch. Das nächste Spiel, was wir dann haben, ist Hearts. Es ist vielleicht dasselbe Spiel, nur mit Herzen statt mit Spades. Keine Ahnung. Wir werden es gleich sehen. This is the game of hearts. The computer will shuffle the cards and deal your hand. The computer will also play had two hands. Ja, das ist jetzt dasselbe. Nochmal. Nur, dass diesmal Herz Herz derjenige ist, der Trümpfe breaken kann. Probieren wir das noch einmal. Each heart you take is hard. Is one point? Was? Ich glaube, die Regeln war doch noch mal ein bisschen anders. Das. Verdammt. Wow, sehr viel Herz habe ich nicht. Mhm.
Und sehr viel hohe Karten kriege ich auch wieder nicht, ey. Wieder kein einziges Ass, ey. Ach, tatsächlich, das ist, es geht doch anders, das Spiel, verdammt. Es funktioniert doch anders, das. Ich habe nicht nachgeguckt, wie. Ich dachte, das wäre dasselbe Spiel, nur mit Herzen am Ende. Braucht man denn? Ist es gut, viele Tricks zu haben? Ich habe keine Ahnung. Die spielen alle so niedrige Karten, deshalb mache ich das mal weiter auch so. Was? Keine Ahnung. Keine Ahnung, ob es jetzt besser ist. Warum kriegt er jetzt 13 Punkte? Hä? Ich hätte mir die Regeln nochmal durchlesen sollen. Ja, vielleicht gescheiter gewesen. Ach, vielleicht muss man den letzten Trick spielen, um Punkte zu kriegen. Aber da macht es wenig Sinn, dass er jetzt einen zweiten gespielt hat. Bin verwirrt. Hau da lauter Aces wieder raus, ey, die Sau. Hat jetzt aber keine Punkte bekommen. Okay, ich irgendwie nicht. Ich kapiere das Spiel nicht, weil ich mir die Regeln nicht durchgelesen habe. Ich dachte, es wäre genau dasselbe. Sorry, hat wieder für jedes ein Ace. Ist das dein Scheiß Ernst? Was ist das für eine Scheiße? Warum hat er jedes Ass? Jedes fucking Ass hat der. Das ist so ein Schwachsinn. Oh, jetzt hat er ihn gebreakt. Nee, hat er nicht. Da gibt's keinen Break anscheinend. Er bekommt aber einen Punkt dafür, dass er ihn spielen musste? Das ist so verwirrend. Jetzt bekomme ich aber mal den. Er holt wieder das Herz raus. Das heißt, ich bekomme jetzt einen Punkt, weil er nicht spielen musste. Aber warum hat der andere 13 bekommen? Ich verstehe das nicht.
Ach so. Das heißt, ich kriege jetzt 2 Punkte, oder? Ja. Ich verstehe nicht, warum der eine 14 Punkte für nichts bekommen hat oder keine Ahnung. Ah, er hat einen Ass vom Herzen, war ja klar. Ja, genau. Aha. Also gewinnen werde ich nicht mehr, so viel steht sicher. Ja, vielleicht werde ich noch Zweiter. Ich verstehe bloß nicht, warum der 13 Punkte bekommen hat. Okay. Naja, gut. Und dann haben wir noch ein weiteres. Und das wird wieder super geil. Das ist nämlich Slot Machine. The. Wahnsinn. Achso, 1. Two cherries, $3, 3 oranges, $6, 3 lemons, $12. Pushing any number from 1 to 7, pull the handle down. Wait until the signal is given to pull the handle or nothing will happen. This machine operates on silver dollars only. You will start out with $8. If you run out, you may obtain an $8 loan. Okay. Is the system black and white? No. Ich bin farbig. Please type in a number to start a random number. Okay. Ich bin farbig. Gib mir Farbe.
Wow. Das ist ja wahnsinnig aufregend. Dauert ein so ein Trigger wirklich. Oh, ich habe 3 Zitronen. Das heißt, ich habe jetzt gerade $12 gewonnen. Now have $19 left. Wow. Okay. Ich meine, besser kann es nicht mehr werden. Ich habe den Jackpot geknackt. Das muss reichen. Oh mein Gott. Ah, wer ist das denn jetzt? Ich habe so ein ganz böses Gefühl. Okay, dann das belassen wir es dabei. Nummer 2717 ist die Game Disc 7, Phenohigh Scientific, und das sind 5 Spiele, die alle einen Joystick brauchen. Und das ist, die Spiele sind Joystick Sketch, Tiger Tank, Road Race, Space Attack und Blockade. So, und ich denke mal, für heute haben wir genug Ohio Scientific und Galaxy-Spiele gespielt. Dann machen wir hier für heute Schluss. Ach ja, die lieben Bots. Ich liebe die lieben Bots. Da, 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 da. Gut. So. Ja. Dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es heute mal wieder sehr viel Fails gab, etc. pp. Und nicht so gut funktionierende Spiele. Ja, morgen wird es auf jeden Fall auch einen Stream geben. Was genau, weiß ich noch nicht. Kommt ein bisschen auf die Tagesverfassung an. Vielleicht spielen wir. Na, mal schauen. Bin mir noch nicht ganz sicher. Was ich allerdings sagen kann, ist, dass wir zum 31. Oktober zu Halloween ein kleines Special haben werden. Ein kleines Horror-Special, wie es sich gehört. Und mehr sage ich noch nicht.
Aber ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat gefallen. Und wir sehen uns dann hoffentlich in einem der nächsten Streams oder einem anderen YouTube-Video wieder. Bis dahin, noch einen schönen Abend und später eine gute Nacht. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.